Hier hat sich ein Drama ereignet. Oder eine, vielleicht doch keine Tragödie, sondern eher eine Komödie. Vielleicht habt ihr ja darüber lachen können. Ich nicht so richtig, als gegen Ende der letzten Folge dieses Landfahrzeug von mir diese Artillerie hier angriff und sie fast vollständig vernichtete. 99 von 100 Lebenspunkten hat diese feindliche Artillerie verloren und einen einzigen klitzekleinen Trefferpunkt hat sie übrig behalten, was bedeutet, dass sie nach den Spielregeln von Civilization 5, und wir spielen ja hier das Steampunk-Szenario von Civ 5, dass nach den Spielregeln dieses Rundenstrategie-Klassikers diese Artillerie in der nächsten Runde noch feuern kann. Ja, sie kann feuern. Egal, ob sie einen oder 100 Trefferpunkte hat, sie kann uns aus der Entfernung tödlichen Schaden zufügen. Übel, äußerst übel. Tja, was nun? Ein bisschen. Drei Einheiten kann ich noch, drei Militäreinheiten hin und her bewegen. Hier ein weiteres Landfahrzeug und dieses hier und dieses hier. Ich mach mal das Hexfeldraster an. Kurze Erinnerung, darum geht es. Dieser Octavius Cutler, der Herrscher dieses gelb-schwarzen Reiches, hier ist seine Hauptstadt Pullias, die haben wir mittlerweile enthüllt, der hat uns angegriffen, beziehungsweise unseren Verbündeten hier, den Stadtstaat Sansibar. Und wir haben natürlich die Armen in Sansibar nicht alleine gelassen, sondern fürsorgliche Menschenfreunde, wie wir sind, Gutmenschen, haben wir uns gleich in einen Krieg gestürzt und haben die Angreifer angegriffen, Frieden schaffen mit vielen Waffen. Das ist ja unsere Devise hier im Steampunk-Szenario. So, und mit diesem Landfahrzeug, das umzingelt ist von Feinden und das ich in der letzten Folge fast verloren hätte schon, das konnte ich nur dadurch retten, dass ich es auf fast komplett heilte durch eine Bevölkerung. Das werde ich mal hierhin ein kleines bisschen vielleicht in Sicherheit bringen. Die Bewegungspunkte sind ja reduziert, dieses Landfahrzeugs, dadurch, dass es von Feinden umzingelt ist. Auch noch so ein kleines Feature von Civ 5, das mir in diesem Moment hier nicht ganz so gut gefällt, weil ich ja selber ein Leidtragender davon bin. So ist es ja bekanntlich bei allen Computerspielern, vermutlich bei euch auch nicht weniger als bei mir. Wir finden Features immer ganz, ganz toll, wenn sie uns nützen im Kampf gegen die KI. Und lästig, vercheatet und verbuggt empfinden wir sie, wenn sie uns Schaden zufügen. Da sind wir, glaube ich, alle, wenn wir ganz ehrlich in unsere Herzen gucken, ein klein bisschen kleinkariert. So, und dieses Landfahrzeug hat noch zwei Bewegungspunkte. Das lasse ich hier mal abwartend ruhen, denn hier über diesen Fluss hinweg anzugreifen bringt auch herzlich wenig. Da gibt es ja auch einen Angriffsmalus über Flüsse hinweg. Und außerdem haben wir hier unseren General. Der bringt nur einen Kampfbonus bis zu zwei Geländefelder weiter. Und diese Artillerie von uns, die kann ja in der nächsten Runde dann aus der Entfernung hier nochmal den Gegner ein wenig beschießen. Hier kommt noch einer. Das heißt, wenn wir diesen Fluss hier einmal nehmen als natürliche Demarkationslinie, als eine Grenze, als einen natürlichen Frontverlauf hier, dann bleiben wir lieber schön auf dieser Seite des Flusses, als dass wir einzelne unserer Einheiten tollkühn auf die andere Seite schicken und dort dem Verheizen preisgeben würden. Das machen wir natürlich nicht, nein. Also dieses Landfahrzeug, das soll da ruhig mal nichts tun und abwarten. Und dieses hier hat auch noch zwei Punkte. Das bleibt da auch, das soll ja hier die Artillerien schützen vor dem Feind. So, das waren alle Züge jetzt. Ich klicke mal auf nächste Runde, mal schauen, was passiert. Tja, wir werden natürlich angegriffen vom Feind, von dessen Panzern auch die Artillerie beschießt uns. Ein fürwitziger Gegner traut sich auf die andere Seite des Flusses, direkt in unserer Nähe. Es wird erbittert geschossen auf beiden Seiten. Wieder alle auf das kleine Landfahrzeug. Unser Gegner, der die Artillerie bedroht hatte, wird jetzt angegriffen von der Stadt Pullius. Hier wird von irgendwo, ach, Luther Griggs meldet sich, einer unserer anderen Rivalen, weit weg auf dem anderen Kontinent, der mir im Augenblick völlig egal ist, aber ja, offene Grenzen, klar, wie, ach so,
Das könnte heißen, dass wir ihn nicht angreifen können. Nicht, dass ich ihn vorhabe, jetzt sofort anzugreifen. Wir sind ja gerade noch in einem Krieg mittendrin. Aber kann sein, dass wenn wir auf offene Grenzen klicken, ich habe das nicht genau im Kopf, dass wir dann für eine bestimmte Zahl von Runden gehandicapt sind, beschränkt sind in unserer Möglichkeit, ihn anzugreifen. Und ich möchte eigentlich alle Handlungsoptionen mir mal offen lassen und klicke deshalb auf Ablehnen. Das war, glaube ich, der Herrscher von Vedria, von diesem blauen Reich. Hier in der Mitte, ich switch mal ein bisschen raus, schaut mal. Ich gehe mal rüber nach links, nach Linköping und Vedria. Das ist der, glaube ich, der Herr Grix. Mal gucken, ob ich das richtig im Kopf habe. Diplomatieübersicht, ja, das war Luther Grix. Dessen Reich haben wir ja weitgehend schon erforscht. Das müssen wir uns nicht unbedingt jetzt angucken. Neugieriger wäre ich, wie hier das Reich von diesem orangenen Herrscher aussieht. Ich zieh mal schnell weiter. Da können wir leider nicht rein. Der mag uns auch nicht. Aber wir ihn mittlerweile auch nicht. Hat er uns nicht denunziert zuletzt? Da können wir deshalb seine Küsten nur umschleichen. So, jetzt sind wieder unsere Einheiten kampffähig. Was können wir denn mit unseren Artillerien Feines aus der Entfernung dem Gegner an Schaden zufügen? Und schaut euch das mal an, schaut euch das mal an. Da hat doch tatsächlich der Herr Cutler höchstpersönlich einen General auf die andere Seite des Flusses geschickt. Mitten unter die Feinde. Wer hat denn diese dämliche Entscheidung getroffen? War das dieser General selber? War das der Hamilkar Barkas, dieser große General? Ich tippe mal auf ein Nein, denn welcher General zieht selber an die Front, in die erste Reihe und ist bereit, sich dem Beschuss auszusetzen? Jeder General, der dünkelhaft und vornehm genug ist, auf den eigenen Stand, den höheren Stand zu pochen, der hält sich doch für etwas Besseres und meidet den Kontakt zu den eigenen Gemeinen, zu den gemeinen Gefreiten, zu dem Kanonenfutter, dem Fußvolk, das er natürlich an der ersten Frontseite verheizt, aber sich selber unter dieses gemeine Kanonenfutter zu schicken, das macht doch keinen General. Nein, ich tippe auf was ganz anderes. Ich tippe darauf, dass das der Herr Cutler selber war, der vielleicht mit dem Verlauf des Krieges nicht zufrieden war und der seinem General gesagt hat, hör mal, wenn du dich in meinen Augen rehabilitieren möchtest, dann zeig mal, dass du deinen Sold wert bist und steige mal in meine Achtung. Beweise Tapferkeit und husch husch rüber auf die andere Seite des Flusses. Vielleicht auch so ein verkappter Hinrichtungsbefehl, dass er den loswerden möchte, weil er ihn mittlerweile nicht leiden kann. Na, das ist jetzt alles Spekulores, Spekulatius, Spekulationen, gib ich gerne zu. Hier, dieses Landfahrzeug, das ist übel unter Beschuss geraten, hat nur noch wie viele Lebenspunkte? Nur noch 29. Ich würde diese Helden, und als solche betrachte ich die Besatzung dieses Landfahrzeugs gerne durchbringen, durch diese Runden und die nächsten. Wie können wir denn da Entsatz leisten? Was können wir denn da machen? Zunächst mal können wir natürlich mit diesem Landfahrzeug hier Butter bei die Fische machen. Ja, diese Artillerie, die lassen wir jetzt mal hops gehen. Sehr schön. Und so findet unsere Schmach vom Ende der letzten Folge doch noch ein gutes Ende. Und dieses Landfahrzeug hat diese Artillerie doch noch mitgenommen. Ja. So, was machen wir mit der anderen Artillerie? Die kann bekanntlich 3 Felder weit schießen. Das hier, das ist die Artillerie, die am weitesten weg steht. Am weitesten weg. Hier klicken wir mal zunächst auf für Ferneingriff in Stellung bringen und dann geben wir den Bombardementsbefehl. Oh, das ist wenig. Die kann da nicht sehr viel Schaden anrichten. Das ist wirklich nicht viel. Wir machen es mal trotzdem. Immerhin 15 Punkte weniger. 15 Trefferpunkte. So. Mit unserem General, das machen wir jetzt schon mal, ziehen wir mal eins vor. Dabei wechselt er mit dem Bautrupp hier. Hier ist ein Bautrupp die Stelle. Ja, ich ziehe mal mit dem Bautrupp hier hin. Dann kann der hier schon mal anfangen, eine Eisenbahn zu bauen.
Hier ist ein Bautrupp dabei, eine Straße zu bauen. Das ist ja nicht so clever. Der soll natürlich eine Eisenbahn bauen. Holla. Und dieser Bautrupp, der macht das bitte ebenfalls. Und jetzt können wir mit dem General hier in die Mitte ziehen. Ihr erinnert euch, zwei Felder. In alle Richtungen verteilt er einen Kampfbonus, der Ivan der Schreckliche. Und jetzt können wir mit der Artillerie weiter feuern und machen das auch. Klappt nicht, weil wir müssen ja erstmal klicken auf Entfernangriff. Für Fernangriff in Stellung bringen. Und jetzt aber Bombardement. Na, will nicht. Jetzt aber. Steter Tropfen hüllt den Stein. Oder anders formuliert, als Eichhörnchen muss man jede Nuss mitnehmen. So viel mal wieder an Lebensweisheiten hier in diesem Let's Play. Ja, was können unsere Fahrzeuge jetzt noch ziehen? Ich bin mittlerweile doch skeptisch, ob wir dieses Landfahrzeug durchbringen müssen. Da müssen sich die anderen einfach mal hier... Doch, wir könnten die Plätze tauschen. Jetzt werde ich erstmal... Ach, das hier, kann das noch feuern? Ja, das kann auch noch feuern. Das kann zum Beispiel den hier schwächen. Oder den hier. Zum dritten Mal werden die jetzt schon beschossen. Ich wette, die Soldaten, die Besatzung hier in diesem Landpanzerschiff von dem Herrn Cutler, denen klingeln die Ohren. Die sitzen jetzt unter dem heißen Stahl, auf engstem Raum zusammengepfercht an Bord dieses Landpanzerschiffes, und immer wieder hören sie, wie die feindlichen Geschosse auf das Stahl, auf den Stahl prallen. Und ich wette, das ist ganz schön laut da innen drin. So, jetzt müssten wir es aber doch bald geschafft haben. Panzer gegen Panzer, fairer Kampf. Wir verlieren nur 21 Lebenspunkte, der Feind gleich 31. Ja, jetzt müssten wir es schaffen. Prächtig. Und das heißt auch, wir haben einen feindlichen General vernichtet und einen eigenen General. Einen eigenen General gewonnen. Einen weiteren. Hier ist der Sun Tzu. Hört auf den Namen des großen, berühmten chinesischen Generals, einer der berühmtesten, vielleicht der berühmteste Stratege aller Zeiten. Wird natürlich auch schnell an die Front gebracht. Bautrupps wollen gezogen werden. Sollen sie ruhig machen. Machen wir jetzt auch ganz schnell. Ich werde mal die Bonusressourcen-Symbole aktivieren. Wenn wir können, hier auf dieser... auf den Bananen eine Plantage errichten. Geländeart Dschungel wird dabei entfernt. Wollen wir nicht, wir wollen ja die Forschungspunkte mitnehmen. Dasselbe Problem wie immer. Aber hier, ach nein, hier ist hier ein Bautrupp. So, der geht jetzt einmal hier rauf auf den Hügel und kann da demnächst tätig werden. Irgendwo ein freies Geländefeld, das wir mit einer Geländemodernisierung beglücken könnten. Nein, ich sehe nichts. Ziehe ich das mal vor, den Bautrupp mal vor nach Eastern Hope und lass den da erstmal eine Runde abwarten. Ein Flieger, genau. Unser einziger Flieger, den können wir jetzt schrittchenweise in ganz, ganz kleinem Tempo. Anders geht das nicht. Der kann leider keine großen Schritte machen. Ziehen wir den jetzt mal hin und her von einer Stadt zur nächsten und allmählich zur Front. Noch ein Bautrupp hat hier eine Mine errichtet. Ja, jetzt ist hier ein Landfahrzeug. Ich schau mal, was wir überhaupt noch ziehen können. Hier die Artillerie, die will natürlich vorgezogen werden. Und die will hier Richtung Pulias. Da setze ich die jetzt mal hin. War nicht eben hier ein Gegner angegriffen worden? Nach meiner Erinnerung, war da nicht hier irgendwo eine Artillerie? Ich denke schon, und die beschießt uns aus der Entfernung. Feiges Pack. Da gehen wir den noch glatt aus dem Weg, denn wir sind ja noch feiger. So. Ich ziehe mal mit dem Landfahrzeug hier hin.
So, den Gegner ein wenig einschüchtern, indem wir ihn umzingeln. So. Immer wieder diese Bautrupps, die letztlich nichts zu tun haben. Im Moment nichts zu tun haben. Hatten wir eigentlich das Ethereum hier erschlossen? Hier war doch irgendwo eine Ethereum-Quelle. Hier, hier haben wir erschlossen. So, ein Landfahrzeug. Das ist das, was gerade den entscheidenden Angriff gezogen hat. Das bringen wir aber ein Stückchen weg in Sicherheit. Das soll ja heilen. Kann sowieso schlecht heilen. Hier, bringen wir mal etwas weg, genau. Und das Landfahrzeug, das kann ruhig schon... Nee, die heilen ja immer... Nee, das ist ja gar nicht im eigenen Territorium. Da heilt es ja am schnellsten. Ich lasse das auch mal... Nee, ich setze es mal... Na, ich bringe es nicht in die Nähe der Stadt. Das ist mir zu heikel. Ich lasse es auch da mal eine Runde aussetzen und warten. Und auch der General, der darf da warten, genau. Das Landfahrzeug, das wollte ich ja in Sicherheit bringen und kann es jetzt nicht mehr in Sicherheit bringen. Oh, Mist. Aber so kann ich es machen. Ich ziehe das doch hier hin. Hoppla. Dann kann ich das hier hinsetzen. So, jetzt stimmt's. Jetzt ist alles in Ordnung. Und mit dem kann ich aus der Reichweite der Stadt abzielen. Wir wollen ja nicht beschossen werden. Ja. Alles gut. Alles schön, alles supi. Eine Runde sollten wir oder könnten wir noch schaffen, werde ich jetzt mal machen. Ach, wir werden doch beschossen. Das kann ja aus der Stadt nicht sein. Dann muss irgendwo noch eine Artillerie sein. Die kann ja bei drei Geländefeldern wegschießen. Auch da verlieren wir einiges an Trefferpunkten. Ach, der hat uns doch eben noch offene Grenzen angeboten. Das grenzt an Stalking, mein Lieber. Gibt es eigentlich auf dem internationalen Parkett jemanden, einen Weltpolizisten, bei dem wir den Luther Griggs anzeigen könnten, wegen diplomatischem Stalking? Ach, jetzt wird's interessant. Schaut mal, die diplomatischen Botschaften hier. Cyrus Rotherham, das ist der von Eruch, der Orangene, mit dem wir so schlecht können, der uns denunziert hatte, der hat unserem alten Kumpel Luther Griggs den Krieg erklärt. So werden allmählich die Fronten klar, hier in dem Steampunk-Zeitalter. Eine Einheit kann befördert werden, ja, das machen wir auch gerne. Das machen wir auch gerne. Ja, ich bin ja versucht, ich mach's mal, ich klicke auf Sofortheilung. Ich mach's nicht gerne, aber... Oder können wir die hier noch abziehen? Wen kann man denn alles befördern? Den können wir auch befördern. Genau. Hier haben wir schon Drill 1, Kampfstärke unwegsam Gelände. Es hatte ja zuletzt jemand gesagt, ich glaube, das war Brian, mein treuester Berater, im Sith-Forum, im Thread dazu, ich sollte doch bitte möglichst eine Beförderungslinie durchziehen. Aber ich habe mittlerweile festgestellt, tut mir leid, Brian, das ist einfach nicht mein Ding. Das ist nicht meine Strategie, denn ich merke mir ohnehin nicht, welche Einheiten hier hochspezialisiert sind. Und deshalb gebe ich lieber jedem ein bisschen was. Dann bin ich in jeder Situation gut gewappnet. Ich weiß, ein wahrer Civ-5-Veteran, ein Kenner und Könner dieses Spiels, der macht das anders. Aber ja, ich oute mich. Ich bin kein Kenner und Könner. Deshalb gehe ich hier auf die doofe Strategie, auf Nummer sicher. Noch eine Einheit, die befördert werden kann. Die hatten wir eben schon. Die hier kann auch befördert werden. Hat im Augenblick unwegsames Gelände und hier oute ich jetzt, ich mache mich erneut, ich mache dasselbe auch hier. Produktion wählen in Capital City, in unserer Hauptstadt, ist eine Differenzmaschine gebaut worden. Sehr, sehr schön. Und damit können wir jetzt, können wir hier was bauen? Die Analysemaschine ist fertig. Eines dieser... Ach so, jetzt haben wir mehrere Sachen zur Auswahl. Wir haben dieses nationale Gebäude, das viel satte Produktion bringt. Dieses nationale Wunder, Analysemaschine, braucht Differenzmaschinen in allen Städten, haben wir jetzt. Könnten wir jetzt bauen, rennt uns aber auch nicht weg. Aber wir könnten auch bauen, Eiffelturm oder Freiheitsstatue.
Vor allem der Eiffelturm, der würde mich schon locken. Der würde mich schon locken. Denn wir wollen ja zur Erinnerung hier diesen Ehrentitel ja für uns gewinnen. Großer Wohltäter. Da ist es schon clever, wenn wir auf Weltwunder erstmal setzen und nicht auf die nationalen Wunder. Denn die nationalen Wunder, die laufen uns nicht weg dafür. Die Weltwunder aber möglicherweise schon. Bevor ich den Baubefehl gebe, überprüfe ich mal hier im Wirtschaftsberater, wie hoch der Ertrag ist. Ich sortiere die hier mal, die Städte, nach dem Wirtschaftsertrag. Capital City liegt ganz gut. In den anderen großen Gebäuden. Hier wird schon das Pentagon, ein anderes Wunder, gebaut. Hier ein großes Herrenhaus. Zwei andere große Herrenhäuser. Können wir ruhig machen. Wir können ruhig hier in Capital City als Produktion einstellen, den Eiffelturm. Das sollte eigentlich klappen. Das machen wir jetzt mal. Drückt mir die Daumen, dass das gut geht. Ja. Aber zurück zu unserem Kriegsschauplatz und zu den Entscheidungen, welche Einheit befördert werden soll und welche Einheit wir jetzt wo ziehen werden. Und wisst ihr was? Darüber denke ich jetzt mal kurz alleine nach, damit ich zu Beginn der nächsten Folge sehr schnell und ohne euch zu langweilen ziehen kann und so tun kann, als sei ich ein Oberschlaumeier, ein Superstratege, der in kürzestem Tempo rasant schnelle Entscheidungen treffen kann, während ich in Wahrheit doch eine taktische Schnarchnase bin. Aber psst, das bleibt bitte, bitte unter uns. Bis dann. Tschüss.